Hallo, Sifu Klaus Brandt hier, International Academy of Wing Chun. Wie versprochen, werde ich ein paar Themen behandeln, die für uns als Wing Chun Schüler und Lehrer sehr, sehr interessant sind. Es geht um die Geschichte hier und natürlich auch um die Bezeichnung Wing Chun. Was tun wir da überhaupt? Für mich war es ein ganz tiefes Anliegen, am Anfang der Ausbildung oder besonders zu der Zeit, als ich einen eigenen Verband gründete, dass ich über alles weiß, über die Entstehungsgeschichte des Wing Chun, was Wing Chun bedeutet, was die Techniken bedeuten und so weiter. Ich gehe nachher noch etwas näher darauf ein. Wir werden heute durch die Geschichte ziehen und zwar werde ich behandeln, hauptsächlich die Dynastien Tang, Sung und Ming. Tang etwas 7. Jahrhundert bis 10. Jahrhundert, Sung 10. bis 13. Ming 14. bis 17. Jahrhundert grob. Die drei Dynastien halte ich für die maßgeblichen des Chinesienreiches. Das war für mich eigentlich das, was mich am meisten darauf hingebracht hat, auf die Urentstehungsgeschichte der Kampfkünste in China, der Heilkünste in China, der Philosophien in China, die eines Tages auch verschmolzen und zu den Systemen wurden oder den Einfluss auf einige Systeme nahmen. Wir werden aber dennoch etwas früher starten, denn es gab noch eine Dynastie, die für mich sehr, sehr maßgeblich war. Es geht zwar weit zurück, also über 1000 Jahre zurück, und das ist 200 vor Christi bis etwa 200 nach Christi. Aus dieser Epoche stammen Dokumente und Schriftrollen und Darstellungen des menschlichen Energiesystems. Und das war eigentlich damals die Entstehungsgeschichte der Qigong oder Qigong-Übungen. Und diese wurden ja auch damals schon verwendet, um oder als Therapie eingesetzt, um Menschen zu heilen und von Krankheiten zu befreien. Also Han-Dynastie war eine Dynastie, die etwas über 400 Jahre andauerte und eigentlich kulturell so der Indikator war aller großen Dynastien. Die Dynastien, die ich vorhin nannte, wie Tang, Sung und Ming-Dynastie, dauerten im Einzelnen etwa plus minus 300 Jahre, was eine sehr, sehr lange Zeit ist. Also zusammengenommen diese drei maßgeblichen Dynastien etwa 1000 Jahre. Und in diesen 1000 Jahren ist sehr, sehr viel passiert. Was auch noch man wissen muss, dass es auch also vor der Ming-Zeit und Han-Zeit auch noch andere Dynastien gab, wie zum Beispiel die Liang-Dynastie, 502 genau genommen, bis 557, also nur eine kurze Zeit. Wichtig ist aber dabei zu wissen, dass schon vor dieser Ming-Zeit auch dieser buddhistische Mönch, den wir alle kennen unter dem Namen Bodhidharma und heute der Gründer, Vater ist des Chan-Buddhismus, damals aus Indien nach China kam. Also das ist was, was man einfach wissen muss, dass das in die Zeit hineingehört und auch ja, bis heute ein maßgebliches Wissen ist. Jetzt beginnen wir mit einer der drei großen Dynastien, die ich für sehr, sehr wichtig halte, immer noch, und beginnen mit der Tang-Dynastie. Tang-Dynastie, 618 bis 906, also wir merken schon, so fast 300 Jahren, und man kann sagen, dass das dieses goldene Zeitalter Chinas war mit kultureller Blüte. Metropole war oder das Zentrum war die Kaiserstadt Chang'an und das wurde auch damals zum weltoffenen Zentrum mit Künstlern, Architekten, Wissenschaftlern, Gelehrten aller Richtungen. Und auch zu dieser Zeit, was man wissen sollte, zu der Zeit Tang-Dynastie wurde auch die Druckkunst und das Schießpulver erfunden. Also das gehört wie Porzellantechnik, die da verfeinert wurde und in die Tang-Dynastie, also zwischen in den Jahrhunderten 7. bis 10. Jahrhundert, wie anfangs erwähnt. Was
auch noch dazu kommt, ist, dass die Tang-Dynastie wohl die fruchtbarste Epoche für den Taoismus war. Also der Taoismus als Philosophie war hier sehr, sehr groß geschrieben. Danach redet man von 50 Jahren Wirren und Kriegen, also nach dem Ende der Tang-Dynastie redet man oft von den 5 Dynastien, 10 Königreiche von 907 bis 960. Dann startete die Sung-Dynastie, also die 10. bis 13. Jahrhundert, die zweite große Dynastie meines Erachtens, und ließ die Künste wieder aufblühen, Porzellanherstellung, Landschaftsmalerei, was man auch weiß, das ist so typisch Sung-Dynastie, die kam aus dieser Zeit. Und hier ist ganz interessant, dass der Konfuzianismus etwas bekannter und einen erheblichen Einfluss in die Kultur hatte. Und dennoch war es ja so, dass Konfuzius, lateinisiert Konfuzius, eigentlich 551 bis vor Christi bis 497 vor Christi lebt, aber hier erst seinen Einfluss hatte in der Sung-Dynastie, eigentlich nochmal richtig bekannt wurde und gelebt wurde und als Philosophie diesen Kern hatte, das Wachstum hatte. Was auch noch in der Sung-Dynastie maßgeblich ist, ist dieses, was sie da in der Akupunktur schon mal gesehen hat, dieser Messingmann mit seinen Meridianen oder Akupunkturpunkten, Meridiane, die Punkte, Qigong-Übungen wurden wieder entdeckt und auch weiterentwickelt. Und heute ist dieses, manche Teile davon auch unter dem Namen 8-Pokat-Übungen oder ich kenne das unter Baduan Qing, ja, wird das oft genannt, bekannt. Das ist mal die Übungen, die aus diesem Qigong entstanden sind, was wirklich sehr, sehr interessant in der Zeit war. Also man sieht schon, dass diese zwei Dynastien kurz unterbrochen waren, aber im Eigentlichen auch eine Verbindung hatten. Der Untergang dieser Dynastie war dann natürlich das Infiltrieren, Anstürmen der Mongolen aus dem Norden. Und das war der Kublai Khan, der Enkel Chingis Khans, der da maßgeblich beteiligt war. Und ja, nach langen Versuchen aus dem Norden China zu infiltrieren, gelang es dann letztendlich im Jahre 1279 und China wurde durch die Mongolen erobert. Die Mongolen-Dynastie nannte man damals Yuan-Dynastie. Yuan heißt nichts anderes als der Uranfang oder einfach nur Uranfang. Und die dauerte an von 1261 bis 1368. Man erbaute damals die Hauptstadt namens Tatu, das ist übrigens heute das Beijing. Erbaute man damals diese Metropole, die Hauptstadt. Und erst mit der Ming-Dynastie wurde die Yuan-Dynastie nach kurzer Herrschaft, kann man sagen, wobei kurz, ist mein geschichtlich kurz, ist dennoch über 100 Jahre bis 1368. Das ist genau dann das Jahr, in dem die Ming-Dynastie erwachte und die dauerte dann auch wieder fast 300 Jahre an bis ins Jahr 1644. Wieder chinesisches Herrschaftshaus. Kulturelle und wirtschaftliche Blüte, ähnlich der zwei davorliegenden Dynastien, sehr, sehr ähnlich. Eher noch ein bisschen klassifizierter, denn hier kamen territoriale Zugewinne hinzu, waren Ideenaustausch, Handelsaustausch zur übrigen Welt. Und man nahm mehr Kontakt auch zur übrigen Welt auf. Ja, die Ming-Zeit gilt wirklich heute bis heute noch als die Renaissance Chinas. Und es gab damals schon Handelsrouten nach Arabien und Afrika, was man einfach sagen kann, das war in den vorliegenden Dynastien nicht der Fall. Also diese Handelsrouten, die gab es dann in dieser Ming-Zeit und das war wirklich, man kann es bis heute so sagen, die Blütezeit Chinas. Wobei diese nicht sich so aufgebaut hätte, wären die vorhergehenden Dynastien nicht da gewesen. Und das Ende war, wie immer, Misswirtschaft, Korruption unter den Hofbeamten und führte ungeachtet dessen dann am Ende zur Aushöhlung der Staatsmacht. Der letzte Kaiser erhing sich im Park und das Mandschu-Volk übernahm die Herrschaft. Also auch wieder Mandschu-Volk aus dem Norden infiltriert, übernahm die Herrschaft
der uns stürzte, die so eigentlich sehr, sehr wichtige fürs Land immer noch, bis heute noch, eigentlich die vorherrschende und wichtigste Dynastie, nämlich die Ming. Man kennt es ja, Ming-Vasen und so. Ne? Das heißt, ich habe schon erzählt, dass diese Porzellankunst und Landschaftsmalerei in der Sung-Dynastie ganz groß war. In der Ming-Dynastie wurde die verfeinert. Also da kommt noch vieles aus dieser Dynastie. Und das ist diese Zeitepoche gewesen, die uns heute noch, also wenn man Ming-Dynastie sagt, das weiß einfach jeder. Sung, Han, hängt davon ab, wie weit man geschichtlich sich dafür interessiert hat. Die Manchu oder sogenannte Qing-Dynastie war dann 1644, ging übrigens bis 1911, also das ist beachtlich, ja, errichtet. Und Manchus, das Wort wurde erst am Anfang des 17. Jahrhunderts kreiert, Manchus, also das kommt auch aus der Zeit. Man kann auch Juchen, Jurchen dazu sagen, die Manchus ist eine Bezeichnung. Und wie gesagt, existiert das Wort Manchus erst am seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts. Mit 10 Kaisern in Folge war diese Qing-Dynastie, der Qing-Dynastie, die Mongolen-Dynastie, die längste Dynastie Chinas. Jetzt wissen wir also von der Tang über die Sung, über die Ming-Dynastie, die mehr als 300 Jahre jeweils andauernden Dynastien, bis hin zur Manchu-Dynastie, etwas über die Entstehungsgeschichte, weil die ist sehr, sehr interessant für unser Wing Chun. Denn unser Wing Chun hat ja einen Ursprung und einen Grund. Und genau das war der Auslöser, der Sturz der Ming-Dynastie und viele Chinesen, die damals diese Blütezeit, diese fantastische Zeit, diese propere Zeit wieder zurückhaben oder erobern wollten. Und so gab es natürlich kleine Gruppen, die sich zusammengerauft haben und auch zusammen gekämpft haben, mit dem Versuch, leider Gottes mit dem Versuch, nur die Ming-Dynastie wieder zurückzuerobern. Was unser Glück dabei ist, dass genau in dieser Zeit der Stil oder die Kunst Wing Chun entstanden ist. Also 1644 ist ja genau das Geburtsjahr, der Tod, kann man sagen, der Ming-Dynastie. Der König ist tot, es lebe der König, es kam eine neue Kunst zum Vorschein, die wir bis heute lieben und leben und viele nicht nur als Hobby, sondern als Lebensanstellung erachten. Und das ist unser heutiges Wing Chun, unsere heutige Kunst Wing Chun. Und was Wing Chun genau bedeutet, wie der Anfang war, wer sich da zusammengetan hat, was die Schriftzeichen bedeuten, dazu kommen wir beim nächsten Mal. Bis dann, Sifu Klaus Brandt.